Ich bin sehr zufrieden, sehr konstruktiv, auch sehr heiter und ich finde es einfach eine sehr tolle Atmosphäre und bin gerne dabei. Die Qualität der Einreichung war wahnsinnig hoch und für mich ist einfach auch der Trend, dass man versucht, Marken noch weiter zu emotionalisieren. Also ich glaube, dass es grundsätzlich am schwersten ist, die Idee hinter dem Konzept erstmal zu verstehen und das dann auch wirklich zu bewerten. Es gab manchmal sehr eindeutige Entscheidungen, es gab aber auch viele Entscheidungen, die kontrovers diskutiert worden sind. Irgendwie so eine Metapher, die wird unheimlich gern eingesetzt. Es war eine Zeit lang war es der Globus als globales Unternehmen. Diesmal ist es, ich finde es, Helden werden relativ oft eingesetzt. Jeder hat sich richtig gut vorbereitet, was glaube ich auch wichtig ist, dass man sich mit den Projekten auseinandersetzt. Man kommt eigentlich relativ schnell zum Ergebnis, weil sich Qualität und Kreativität am Ende tatsächlich doch durchsetzt. Man hat da von einer Mega-Veranstaltung in Fernost bis zu kleinen regionalen Aktionen alles mit drin. Also ich lese ein Konzept, was war eigentlich das Ziel gewesen, was ist davon umgesetzt worden und erreicht mich das? Grundsätzlich noch dieses Thema Web 2.0. Was ist das eigentlich, Social Media? Social Media, das ist die Zukunft, das sind die jungen Zielgruppen. Nicht umsonst sind viele Unternehmen in der Nachhaltigkeitspreisdiskussion. Da müssen wir auch als Verband deutlich Flagge zeigen. Ich glaube, das machen wir. Ich freue mich sehr auf die Preisverleihung, einfach aus dem Grunde, weil auch dort das Thema Social Web ja erstmalig eine große Rolle spielt. Vor allen Dingen, dass eben auch alle die, die nicht dabei sein können, live im Internet an der Preisverleihung teilnehmen können.